Also unser Strockener steht schon bereit. Jetzt müssen wir bloß noch auf die Nudeln warten. Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Und heute gibt's ein Stroganoff, was sich gewaschen hat. Schaut euch bitte das an. Erkennt ihr das? Zitrone. Guckt euch diese Konsistenz an. Mit guten Pilzen, einer tollen Farbe und so viel Aroma. Und wie genau das funktioniert. Und bitte, guckt, das ist Wahnsinn. Wie das funktioniert, welche Tricks und Kniffe ich über die Zeit entwickelt habe, bleibt dran, ihr werdet es gleich sehen. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Fast Cooker. Ich bin Dennis und heute gibt es wieder was zwischen die Kauleisten und das schnell, easy, einfach und lecker. Bleibt dran! Freunde, wir starten auch gleich durch. Ich habe hier 800 Gramm frische Hühnerbrust und die müssen wir jetzt erstmal schnippeln. Part Nummer 1. Eine Schüssel. Da packen wir die Stücke erstmal rein. So, und ich nehme mir die Hühnerbrüste dann meistens immer so länglich. Seht ihr das? Und dann schneide ich die der Länge nach in feine Streifen. Ja, ungefähr so. Lass die nebeneinander liegen. Und dann geht's weiter. Wichtig ist halt, wie bei allen in der Küche, ein richtig schönes, scharfes Messer verwenden. Und meins ist scharf. Ihr seht es, es geht hier durch wie Butter. Und die Hühnerbrust habe ich beim Fleischer geholt. Und die riecht nach nichts. Also solltet ihr Hühnerbrust haben, die so ein bisschen schleimig ist und schon ganz merkwürdig riecht, dann solltet ihr diese beiseite legen. Ja, ich nehme jetzt hier einfach mal so einen Strang und dann geht es hier auf der anderen Seite quer einfach durch. Und dann kriegen wir solche kleinen Stückchen. Und das ist das, was ich für mein Gericht hier haben möchte. Man kann die auch länglicher schneiden, ne, wie typisch bei Stroganoff, so längs wie eine Macaroni. Brauche ich nicht. Ich finde die Methode beim Schneiden hier viel, viel schöner, einfacher. Und die Stücke sind auch gut für eine Gabel geeignet. Und so hat man 800 Gramm Hühnerbrust ratzifatzi geschnitten. Und da wir die gleich anbraten, kann ich ja am Herd hier schon mal bei mir die Stufe 9, die höchste Stufe einstellen. Weil das ist auch wieder ganz wichtig beim Anbraten vom Fleisch, wo es richtig schön kross und braun werden soll, wo die Poren sich verschließen sollen. Da muss das richtig heiß sein. Ne? Nicht einschalten und schon ist Fleisch rein. Nee. Abwarten, bis erstmal hier, wie bei mir, der Bräter richtig heiß ist. Richtig heiß. Und dann kommt das Fett dazu und dann kommt das Fleisch. Und fertig ist die Mietz, Freunde. Das ist halt eigentlich gar nicht viel Arbeit, ne? Aber es ist ein ganz schönes Geschnippel. Ne? Also heute müsst ihr viel schnippeln, aber deswegen machen wir ja auch gleich so viel, weil dann hat man länger was davon. Das, was nämlich übrig bleibt, frieren wir portionsweise ein. Ne? Das ist bei Suppe so und das ist halt bei so einem Essen genauso.
Und mein Bräter ist jetzt richtig schön heiß. Wir probieren das mal mit einem Stück aus. Ja, seht ihr das? Genauso soll es sein. Und ganz wichtig ist, ne, dass er jetzt nicht die ganzen 800 Kilo auf einmal da rein werft, weil dann geht die Temperatur ganz schnell wieder runter und dann kocht ihr drin euer Fleisch. Also wie beim Gulasch hintereinander weg und nicht drin rumrühren und rumkratzen, erstmal ruhig ein wenig warten. Ihr müsst Geduld üben. Ne? Wenn ihr Geduld habt, wird das auch was. Ne? Ihr seht, ich mache gar nichts. Ich habe jetzt einmal gewendet. Und da war das aber schon 30, 40 Sekunden drin. Paprika geräuchert, Salz und Pfeffer, mehr nicht. Und jetzt kann die Ladung schon mal raus. Ab auf den Teller und beiseite stellen. Seht ihr das? Ein absolutes Träumchen. Und jetzt kommt die nächste Ladung hinterher. Nur kurz verteilen und dann erstmal warten. 30 Sekunden, 45 Sekunden, Minute. Kann eigentlich nichts passieren. Also so schnell brennt das nicht an. Aber jetzt wird das Fleisch, ihr seht das, das klebt hier an. Und dann würden wir das zerreißen. Und erst wenn es richtig angebraten ist, lässt sich das ganz leicht vom Pfannenboden lösen. Aber jetzt.
Wenn ihr das riechen könntet, dieser geräucherte Paprika. Oh. Ihr müsst sie nicht verwenden, ne? Ihr könnt normalen Paprika nehmen. Aber wenn ihr das da habt, also ich kann nicht mehr ohne. So, das kann jetzt auch raus und dann kommt der Bräter erstmal zur Seite, denn wir müssen, weil wir es noch nicht vorbereitet haben, unser Gemüse schnippeln, weil das muss hier auch rein. Und damit uns der Boden jetzt hier nicht wegbrennt, kommt das einfach zur Seite. Als erstes schnippeln wir eine schöne große Paprikaschote. Und da schneide ich immer schön seitlich, einfach die Hälften runter. Seht ihr das? Da muss es auch wieder ein scharfes Messer sein. Und dann haben wir hier das Kerngehäuse und wenn ihr sauber arbeitet, nicht wie ich, dann habt ihr das auch noch mit draußen, aber das ist vollkommen Wurst. Und jetzt schneiden wir wieder länglich den Paprika ein und dann haben wir kleine Stückchen oder Würfelchen. Eine Würfel kann man nicht sagen, aber kleine Stückchen, so ungefähr. Und da kann jetzt unser Bräter wieder auf Position. Die Herdplatte ist noch an. Und jetzt braten wir den Paprika. Da kann ruhig dunkel werden. Paprika gibt da ein herrliches Aroma. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn man so mutwillig den Paprika im Ofen richtig schwarz werden lässt und dann die Haut erzieht. Soweit lassen wir es nicht kommen, aber wir braten richtig gut an. Und da brauchen wir noch einen Schluck Öl. Zack. Uiuiui. Schaut Leute, das ist der pure Geschmack. Und jetzt kommt das wieder zur Seite. Weil wir jetzt 500 Gramm Pilze, die ich schon schön geputzt habe, mit der Bürste ein bisschen abgeschrubbt, nicht nass machen, nicht unter kaltem Wasser abspülen, eine kleine Bürste und einfach den Dreck runterschrubben, das reicht. Und die schneiden wir ganz einfach wieder mit einem scharfen Messer, damit das wirklich gut aussieht und nach Pilz aussieht, in längliche Streifen. So. Und das kommt dann sofort in die Pfanne zu unserer Paprika. Und da können wir jetzt die Hitze um die Hälfte reduzieren. Ich gehe jetzt auf die Stufe 5. Das reicht vollkommen. Zack, und das waren 5 Schnitte und rein damit. Und damit euch das nicht zu langweilig wird, 500 Gramm Champignons, melde ich mich später wieder.
Und so sieht das jetzt aus. Bei halber Hitze braten wir jetzt schön langsam. Ne? Haufen Aromen sind ja noch hier drin von unseren Gewürzen. Und jetzt braten wir langsam die Paprika weiter und die tollen Pilze. Und während das passiert, schneiden wir eine Zwiebel. Ich habe gleich mal ein neues Brettchen. Zwiebel, wie immer bei mir, die Enden runterschneiden und die Zwiebel halbieren. Jetzt können wir das wunderbar hier abziehen. Zack, Nummer 1. Und, na, ich sage hier wunderbar, ja, Nummer 2. So, einschneiden. Der Länge nach zusammenhalten und in kleine Würfel schneiden. Und was nicht klein ist, das wird jetzt klein gemacht. Zack. Und der Länge nach einschneiden. Na, da war ein bisschen dicker hier. Festhalten. Und hättet ihr jetzt kein scharfes Messer, würde das immer nur reißen. Und schieben und nicht schneiden. Ne? So, mir reicht das so. Und das kommt jetzt mit zu den Pilzen und zu der Paprika. Das darf jetzt gut mit anbraten. Und genauso wie die Paprika ist die Zwiebel ein übelst guter Freund. Jetzt geht hier das Licht aus. Stromausfall oder was? Oder die Rechnung nicht bezahlt. Ich melde mich gleich wieder. Und da bin ich wieder. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall wieder da. So. Ich probiere das mal. Einfach nur Interesse halber. Mmh. Ihr habt so einen Stroganoff noch nie gegessen. Weil jetzt kommt wirklich ein Highlight. Ne? Ich kenne niemanden, der das so macht. Also seid gespannt. Ja, Freunde, und was wir brauchen, ist eine Reibe. Und das ungefähr in so einer Größe. Entweder hier das Ding oder das Ding. Das nicht, das nicht, das ist zu klein und das ist zu groß. Geht auch noch, ne? Wer es stückig haben möchte. Aber ich verwende jetzt entweder die oder die. Ich tendiere zu dieser. Und dazu habe ich jetzt hier eine Möhre, ein Möhrchen. Und wenn ich finde ich nicht, ist auch wurscht, die ist auf jeden Fall gewaschen. Ich schneide mal die Spitzen noch ab, das macht uns das etwas einfacher. Und dann probiere ich es mal mit dieser Reibe. Das wird so und mit dieser, das wird noch feiner. Also wir nehmen diese, ich vergesse es immer wieder. Und jetzt können wir ruhig von der Möhre erstmal ordentlich was runterhobeln. Wie viel haben wir jetzt? Ja, sieht gut aus. Wir brauchen nämlich nur den Geschmack und den sehr intensiv. So. Und das reicht uns jetzt von der Möhre. Als nächstes kommt Sellerie. Ein schöner Knollensellerie. Und da schneiden wir uns erstmal ein kleines Stück runter, dass wir das auch gut sägen können, reiben können. Ich muss mir mal angewöhnen, ordentlich zu reden und nicht in so einen sächsischen, alter Dialekt geht so und so nicht weg, aber nicht so ungehobelt. Ich höre mir das da manchmal an, was ich hier von mir gebe. Naja, da war ich lange Zeit Soldat, ne, und rede jetzt so. Ihr seht den Sellerie, den habe ich von der Schale entfernt und habe jetzt ein gutes Stück, was ich reiben kann. Und davon kommt jetzt nochmal genau die gleiche Menge wie von der Möhre. Und bei Sellerie geht das wirklich sehr gut. Seht ihr?
Und Sellerie gibt eine Note ab, die ja schon zu jedem Eintopf und zu jeder Suppe passt, aber auch zu jedem anderen Gericht. Und deswegen auch hier. So, wunderbar. Als nächstes, was wir jetzt noch mit reinreiben, ist Knoblauch. Den könnt ihr reinreiben. Dann wird er ganz, 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 ganz fein. Und das machen wir jetzt. Ihr könnt ihn aber auch reinpressen. Aber jetzt habe ich die Reibe so und so eingematscht. Warum soll ich denn jetzt die Presse noch einmatschen? Macht ja gar keinen Sinn. So. Welche haben wir denn? Ah, hier. Knoblauch. Na, nicht so easy. Aber es geht. Passt auf eure Finger auf. Jetzt nehme ich sie überlänglich. Gut. Und jetzt nehme ich das Messer, weil hier drin, seht ihr das, da ist eine Menge übrig geblieben. Und das ist meistens der Knoblauch mit. Und das kommt jetzt hier mit raus. Und das hat sich in der Zwischenzeit in unserer Pfanne gebildet. Ganz langsam vor sich her geschmort. Und das sieht doch echt schon aus wie eine Gaststätte, oder? Jetzt kommt unser Abrieb noch mit dazu. Und der darf auch schön langsam mit hier eingearbeitet werden. Und jetzt gehen wir mit der Temperatur wieder etwas höher. Ich gehe auf die Stufe 8, also nicht ganz heiß, aber schon Temperatur. Und jetzt wird weiter gebrutzelt. Ich esse gerade den restlichen Sellerie. Ich liebe Sellerie zu essen. Mm. Und die Pfanne hat jetzt mehr Temperatur. Jetzt geben wir noch einen Esslöffel Tomatenmark mit dazu. Rühren das unter. Und dann kommt unser Fleisch wieder mit rein. Das feine Hähnchenfleisch wird jetzt untergearbeitet. Und jetzt warten wir erstmal, bis das alles wieder etwas Temperatur hat. Hört ihr es bruten? Und genau das wollen wir hören. Jetzt, ihr Lieben, löschen wir mit einem kleinen Glas Wasser oder Weißwein, wie ihr wollt, das Ganze ab. Und das brutzelt jetzt, und weil das alles schön heiß war, köchelt das auch sofort. Das ist der Vorteil von so einem Gräber. Jetzt rühren wir das einmal gut um. Und jetzt geht es weiter mit unseren Zutaten. Ich habe hier den besten Senf der Welt, also was anderes bitte nicht verwenden und erst recht nicht irgend so ein Kleister aus Westdeutschland, ne? Dijon Senf von Frankreich oder Löwensenf aus Bayern, das ist Zahnpasta oder irgendwas anderes. Richter Senf kommt aus Bautzen oder aus Thüringen. Und davon geben wir jetzt einen gehäuften Esslöffel mit dazu. Als nächstes Creme Fraiche, ordentlich Fett, eine ganze Packung, wie viel ist das? 200 Gramm, auch Rinder.
Da dürfen wir nicht vergessen, wir machen Stroganoff. Ne? Und das hat eine cremige Soße. Und damit das mit cremig nicht gleich vorbei ist, gibt's Schmelzkäse mit rein. Davon auch bitte 200 Gramm. Also ihr müsst jetzt nicht abnehmen wollen. Ne? So, rein damit. Zack. Die geheimste aller Geheimzutaten, Worcestersoße oder Wustersoße, ist wurscht, Leute, wie das Zeug heißt. Und davon geben wir auch mal ordentlich ein paar Spritzer, ungefähr einen Esslöffel, mit dazu. Jetzt wird es ganz kriminell, Freunde, und jetzt nehmt ihr eine Bio-Zitrone, abgewaschen, schön den Strunk wegschneiden, bis Zitrone kommt, und dann schneiden wir uns jetzt hier 4 Scheiben von der Zitrone runter und geben die mit hier rein. Säure unterstützt und gibt wieder oder hebt den Geschmack hervor, und von der Bio-Zitrone, die Schale ist unbedenklich, die ist abgeschrubbt, und von daher können wir das ruhig so lassen. Ich habe jetzt den Herd komplett runtergedreht auf Stufe 2 und ihr seht, was das für eine tolle Konsistenz ist und für eine wunderbare Farbe. Ich mache jetzt den Deckel drauf. Und dann lassen wir das ungefähr 10 Minuten ziehen. Und wir sehen uns dann wieder. Wir sind noch nicht fertig. Und meine Zeit ist jetzt um. Es köchelt immer noch ein wenig. Und nichts, wirklich gar nichts passt besser als eine schöne große Handvoll frisch gehackte Petersilie. Und die heben wir jetzt leicht unter. Und dann sehen wir uns am Tisch wieder. Schaut euch das an. Ist das ein Bild? Was passt besser zum Stroganoff, zum Hähnchenstroganoff, wie jetzt Bandnudeln, ne? Oder Kartoffeln? Aber sogar mit Reis schmeckt das richtig gut. Und ich warte jetzt noch. Ich liebe es. Mit Bandnudeln, aber das müsst ihr selber entscheiden. Ich warte jetzt noch, bis die Bandnudeln fertig sind und dann wird gegessen. Wie das fertig auf dem Teller aussieht, brauche ich euch ja nicht zeigen, habt ihr ja ganz am Anfang gesehen. Probiert es auf jeden Fall aus, ne? Das ist eine ganz andere Nummer Stroganoff, ein ganz anderes Level. Ne? Das fängt halt an beim Räuchersalz. Und dann auch von den Gemüse, gerade auch von dem Sellerien, die Möhre, die hier fein reingerieben wurde. Ne? Die Worcestersoße, die an einigen Gerichten vorhanden ist. Ne? Aber Schmelzkäse zum Beispiel, das sind alles so Geschmacksträger, und die Zitrone. Probiert es wirklich mal so aus und lasst es euch schmecken. Und wir lassen uns das jetzt schmecken. Und wir freuen uns riesig drauf und wir freuen uns schon riesig auf unser nächstes Video, auf euch. Ne, mittlerweile sind wir über 550 auf den Kanal, die uns folgen. Sind wir wirklich glücklich, dass es doch Leute gibt, die sich für unsere Gerichte interessieren. Dankeschön und bis bald. Macht's gut.